Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine. Sehen wir uns doch einmal ganz kurz an, was Geralt in Wirklichkeit in das Innere eines Bordells zieht. Tritt ein in meinen Salon, guter Herr. Was führt dich nach Toussaint? Sprich. Nennen wir es Geschäft. Ah, also eine Geschäftsreise. Nichts als Arbeit, Druck, fremde Betten. Da muss man sich auch mal eine Entspannung gönnen. Vielleicht können dir meine Mädchen dabei helfen. Ich suche etwas Neues, etwas Spezielles. Aber das muss unter uns bleiben. Du weißt doch, ich sollte nicht. Ach, wen Scherz. Was kann ich tun? Quint, spielst du? Ach, na toll, die Männer wollen wirklich immer nur das eine. Scheiß Nerds. Ja, ihr seht, der Geralt hat ein paar interessante Interessen. Aber naja, ich will ihn nicht für verurteilen, ne? Jeden macht was anderes geil. So. Und dann legen wir direkt mal los. Wir sollen ja jetzt für den... Uiuiuiui, hoppala. Wir sollen ja jetzt für unseren kleinen Vampirfreund... Ah, die Trastamara Jagdhütte. Wir sollen uns ja jetzt nach diesem Wicht umsehen, der sich höchstwahrscheinlich gerade ein leckeres Süppchen aus seinen eigenen Exkrementen kocht. Ugh. Das werde ich niemals im Leben aus dem Kopf kriegen, ernsthaft. Dieser Eintrag ist einfach nur unfassbar. Ui. Seltsam. Oh. Mir ist, als würden die Löffel einen Rhythmus trommeln. Eine Botschaft an mich. Tja. Leider verstehe ich die Glockensprache nicht, ne? Da kann man nichts machen. Wäre nett, wenn diese Glocken auch noch singen könnten in meiner Sprache. Jetzt bin ich gespannt. Wie sieht das Dingen aus? Der Wicht. Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wagen. Klingt tatsächlich wie ein Fluch. Sind das die gleichen Worte, die immer und immer wieder an den Wänden? Besessen. Krass. Ich sagte ja, der Ort sei verflucht. Kann kein Zufall sein. Ich muss mich umsehen. Okay, krass. Also, gibt es eine Möglichkeit, diesen Fluch zu brechen? Bislang gab es ja immer eine Möglichkeit. Der Geralt kennt sich ja mit Flüchen aus. Das sieht ja schon krass aus, ey. Schon so ein bisschen Cabin in the Woods mäßig. Was auf jeden Fall ein... Muss ihn gründlich durchsuchen. Vielleicht finde ich etwas Wichtspeicher. Ist auf jeden Fall ein schönes Horrorambiente. Uiuiuiui. Ey, ohne Scheiß, ey, das Zeug hängt ja überall, da hat einer Langeweile. Naja, ich schätze mal, man hat nicht allzu viele Hobbys, die man draußen machen möchte, wenn man verflucht ist. Der Löffel ist ein Meisterwerk. Der muss reichen Leuten gehört haben. Was ist denn das? Fleckiges Tagebuch. Ah, jetzt wird's interessant. Ich habe jetzt seit Tagen Schwindelanfälle. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wenn das so weitergeht, muss ich einen Kräuterkundler aufsuchen, obgleich ich Zauberei nicht ausstehen kann. Die Schwindelanfälle haben nicht nachgelassen. Jetzt sind auch noch Schmerzen dazugekommen. So stark, dass ich manchmal nichts mehr sehen kann. Ich war bei der Kräuterfrau, eine abstoßende alte Hexe, die mich angaffte, als hätte sie ein Monster gesehen. Sie gab mir irgendein verfluchtes Gebräu, das ich nun zweimal täglich trinken muss. Es hilft kein bisschen. Heute blickte ich wie üblich in den Spiegel. Was ich da sah, machte mich sprachlos. Ich suche immer nach Fältchen oder Augenringen. Doch heute... Ich wünschte, es wären nur Fältchen. Mir wachsen Haare auf den Brüsten. Es ist abscheulich. Das muss an diesen verdammten Kräutern liegen. Ich ging zur Kräuterfrau, um sie zu verprügeln, aber ihre Hütte war verlassen. Sie muss gewusst haben, was mir bevorsteht und das Weite gesucht haben. Meine Familie schöpft allmählich Verdacht, obwohl ich das Haar zurückschneide, das immer schneller wächst.
Ich versuche, den Gedanken nicht zu denken, aber ich schaffe es nicht mehr. Vielleicht waren es ja gar nicht die Kräuter, sondern ich bin von diesem alten Bettler verflucht worden, den ich einst verjagen musste. Ich muss es herausfinden. Ich muss jemanden anheuern, der die Kräuterfrau findet. Ich kann nicht denken und kaum schreiben. Einsamkeit, keine Familie. Essen, ich will essen, kein guter Löffel, leere Löffel. Nichts zu essen, es tut weh. Spiegel, Lügen, nein, nee. Das ist jetzt schon so leicht wie das Tagebuch aus Resident Evil. Wo die Person immer weniger zusammenhängende Sätze schreiben kann und ja. Es wird irgendwann nur noch so gekritzelt. Zum Monster wird und hat es aufgezeichnet. Rührend. Du findest das rührend? Ich finde das eher disturbing. Ich finde das eher furchterregend. Ja, natürlich, hier finden wir Löffel aus jedem Material in den Säcken. Das hätte ich eigentlich mir denken können. Mochte sich da jemand nicht ansehen? Vielleicht ist die Autorin des Tagebuchs das Monster, das hier haust. Ach komm, Geralt, das hast du erst beim Anblick des Spiegels gecheckt? Komm schon. Kein Löffel soll dich sättigen, ja. Was immer hier lebt, nimmt das wörtlich. Es sucht noch nach dem richtigen Löffel. Kein Löffel soll dich sättigen. Du sollst dich nie in einem Spiegel ansehen können. Welches arme Wesen hier hausen muss. Ich hoffe, ich bin in der Lage, irgendwie den Fluch zu brechen. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Verflucht von einem Bettler. Und ist in ein haariges Monster verwandelt worden. Ist das eine leichte Anspielung auf die Schöne und das Biest? Spontane Prophete? Lies die Nachricht am Löffel. Hiermit ist zertifiziert, dass das Auktionsobjekt ein antiker Löffelschlüssel, gefertigt 1210 in der Werkstatt Christofferson und Söhne, Eigentum von Smigol Serkis ist, Besitzer der Fasanerie. Smigol? Moment mal. Habe ich nicht mal irgendwann eine Nachricht von einem gewissen Smigol gefunden? Weil ich weiß auf jeden Fall, ich habe irgendwann mal ein Dokument gefunden, das eine Herr-der-Ringe-Anspielung war, vor allen Dingen auch wegen des Namens, der eine sehr deutliche Ähnlichkeit zu Smeargol hat, also Gollums echten Namen. Ist das derselbe hier? Ich weiß es gerade gar nicht. Frag die Besitzerin der Fasanerie nach dem geheimnisvollen Löffel. Ja, von wegen Fasanerie. Ich kümmere mich jetzt erstmal hier um das Problem. Level 42, ja. Alter, ey. Skelette. Die Leute sind sicher nicht freiwillig hergekommen. Hat das was mit dem Fluch zu tun? Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Stimmt. Würde passen. Alter. Ist das der wahre Wort, der richtige Wortlaut, unter dem sie verflucht worden ist? Quasi die Worte, die der Bettler ihr auferlegt hat? Keine Klauen und Bissspuren. Vermutlich wurde er erstickt. Ich meine, das ist eine Anspielung auf die Schöne und das Biest, aber es ist hier natürlich von den Geschlechtern her ein bisschen vertauscht. In die Schöne und das Biest, da war es ja eine weibliche Bettlerin, die einen männlichen Prinzen verflucht hat, die in diesem Falle ist es halt ein männlicher Bettler scheinbar, der eine weibliche Person verflucht hat. Ob es eine Prinzessin tatsächlich war oder eine Adlige, keine Ahnung. Noch mehr Löffel, ja. Verrottender Brief. Lieber Meister Levasseur, ich weiß, dass du seit Jahren dein Auskommen mit der Jagd auf Gesetzlose verdienst. Ich hätte einen ungewöhnlichen Auftrag für dich. Vermutlich wunderst du dich, dass ich dich hierher bestellt habe, ohne selbst anwesend sein zu können. Leider ist in meiner gegenwärtigen Lage jede Art von Treffen sehr riskant. Weniger für mich als vielmehr für denjenigen, mit dem ich mich treffe. Abgesehen davon ist dies der Kern der Sache. Auf mir lastet entweder ein Fluch oder, was ich hoffe, daher wende ich mich an dich, die Nebenwirkung einer Medizin, die ich vor einiger Zeit von einer Kräuterfrau erhielt. Das Problem ist, dass sie kurz nach meinem Besuch
bei ihr spurlos verschwunden ist. Es ist mein verzweifelter Wunsch, meinem Gebrechen auf den Grund zu gehen, und daher heure ich dich an. Du sollst eine gewisse Frau finden, die in dieser Gegend die Kräuterkundige war. Wenn du das schaffst, so musst du womöglich viel über die Medizin herausfinden, die sie mir gegeben hat. Wenn mein Leiden ihr Werk ist, so beschaffe ein Gegengift bei ihr. Du sollst es nicht bereuen, ich bin wohlhabend und werde nicht geizen, wenn ich deine Dienste vergüte. Wenn mein Zustand nichts mit ihren Machenschaften zu tun hat, dann lass sie gehen, denn dann bin ich in den Fängen eines fürchterlichen Fluchs, von dem ich nur die Götter befreien können und den ein gewisser Bettler gewirkt haben muss, der eines Abends zum Anwesen kam, als ich gerade Gäste hatte. Wenn du diesen Herumtreiber finden kannst, bezahle ich dir das Doppelte. Leider weiß ich nichts mehr über ihn, als den Umstand, dass er Spiegel verkauft hat. Gaunter Odin? Egal, noch die letzten Sätze lesen. Das ist eingestandenermaßen nicht viel, aber doch etwas und besser als nichts. Ich vertraue auf deine beachtlichen Fähigkeiten und wünsche dir viel Glück. Marlene de Trastamara. Sie hat auf jeden Fall schon mal einen edlen Namen. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ein Spiegelverkäufer. Gaunter Odim? Er ist ja Spiegelverkäufer, Spiegelmeister, whatever. Wenn er das gewesen ist, holy shit. Wenn er tatsächlich zurückkehrt, dieser Fucker. Ich habe keinen Bock, ihn noch einmal in dieses Reich zurückzuschicken, wohin auch immer ich ihn im letzten DLC zurückgeschickt habe. Ach Gott, ey. Ohne Scheiß, das ist jetzt hier eine richtig unangenehme Atmosphäre. Ich hoffe nicht, dass mich... Sieht tatsächlich nach dem Lager eines Wichts aus. Etwas ungewöhnlich, aber dennoch. Sicher ist sein Kessel hier irgendwo. Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejagt vielleicht. Ich brauche ja die... die Speicheldrüsen von dem Wicht. Allerdings weiß ich nicht, ob Geralt über genügend chirurgische Präzision verfügt, um die Dinger zu entfernen, ohne den Probanden zu töten. Wie der zuvor. Da ist der Kessel. Der Wicht ist ja nicht sehr ordentlich. Naja, ich denke mal nicht, dass Ordentlichkeit hier die größte Priorität ist. Geralt. Eieieiei. Großes grünes Mutagen, okay. Interessant, der dass hier Wicht noch ein Mutagen ist. Besessen. Ein echter Sammler. Der Tisch ist gedeckt. Dieser Wicht bereitet offenbar ein Festmahl vor. Na, hoffentlich. Der hier haust, der steht unter einem Fluch. Und er will ihn verzweifelt loswerden. Ja, offensichtlich. Ich meine, ich habe das Gefühl, das ist der falsche Weg, den Fluch zu brechen. Aber es ist ja alles, womit der Wicht arbeiten kann. Womit die arme Frau arbeiten kann. Etwas angejagt. Sie hat ja nichts anderes als die Worte, die der Bettler ihr gegenüber ausgesprochen hat. Von daher, ich würde wahrscheinlich genauso reagieren. Eieieiei, das ist ja schon jetzt ein heftiges Schicksal, das sich hier gerade zusammenpuzzelt. Der Kessel ist leer. Schade. Regis könnte Suppe gebrauchen, aber er kriegt wohl keine. Ich muss mich wohl verstecken und auf Speicheldrüsen warten, sowie auf deren Träger. Ich verstecke mich so, dass ich den Kessel beobachten kann. Okay. Nee, hier hinten nicht. Da oben, ach schade, ich dachte, ich könnte mich irgendwo oben auf die Lauer legen. Das wäre mal geil, eine etwas erhöhte Position. Der Tisch ist gedeckt. Achso, ich dachte, ich wäre eventuell in der Lage, mich unter dem Tisch zu verstecken, aber das wäre ein zu offensichtliches Versteck. Der Schrank eigentlich auch, ist auch ein offensichtliches Versteck, aber ich sag mal so, ich denke mal, der Wicht wird jetzt nicht damit rechnen, dass sich hier jemand befindet. Und meditieren. Interessant, dass Geralt jetzt auch im Stehen meditiert. Ist das erste Mal, dass er im Stehen meditiert? Sonst hockt er sich doch immer hin. Aha. Ach Gott. Alter. Oh Gott. Das sieht aus wie eine verschollene Schwester von den Mumen. Holy shit. Die Frage ist, wie vernunftbegabt ist dieser Wicht noch? Also naja, sie ist ja zumindest noch einigermaßen in der Lage zu schreiben und zu kommunizieren. Immerhin hat sie ja diesen einen Brief formuliert. Die Frage ist nur, wie lange ist dieser Brief schon her?
Nein, ich will es nicht angreifen. Ich will versuchen, sie von dem Fluch zu befreien. Ist Geralt jetzt gerade durch dieses winzige Loch in dem Schrank durchgeklettert oder was? Oh Mann, ey. Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Alles cool, alles cool. Ich will dir helfen. Okay, es ist vernunftbegabt. Immer noch. Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhält. Echt? Du hast schon eine Idee, Geralt? Geil. Das finde ich super. Das wäre geil, wenn das tatsächlich funktioniert. Okay, und wie macht man das? Jetzt bin ich richtig gespannt, ey. Flüche sind bislang immer das Interessanteste. Du wolltest Leute herbringen und zwingen, deine Tischgäste zu sein, nicht? Ich bin jetzt dein Gast. Dein freiwilliger Gast. Oh. Da liegt also der Hase im Pfeffer, oder was? Setz dich. Bitteschön, da ist ein Stuhl. Oh, hoffentlich funktioniert das. Wichtsuppe. Und jetzt bist du. Ach Gott, ey. Oh Gott, wie das aussieht. Ich weiß nicht, ob ich das traurig oder lustig finden soll. Ein bisschen von beiden, eigentlich. Eieiei, ja, der Fluch, der genaue Wortlaut. Ich muss mich an die genauen Worte erinnern. Der Fluch lautete: Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wünschen. Also Tafel, Löffel, Spiegel. Tauschen wir die Löffel? Essen wir mit den Löffeln? Essen wir ohne Löffel? Ach du Scheiße. Oh Gott. Ja, kein Löffel soll dich sättigen. Also mit anderen Worten, es ist doch eigentlich sinnlos, Löffel zu benutzen, oder? Von daher würde ich sagen, essen wir ohne Löffel? Oder? Oder wird das aufgehoben? Bitte guck mich nicht so an. Ach Gott, ey. Die guckt mich so erwartungsvoll an. So, du, komm, bitte befrei mich endlich. Oh Mann, ey. Ich will jetzt nichts verkacken. Scheiße. Ah, oder bin ich wenigstens in der Lage, mehrere Male es zu versuchen? Bitte sag mir, dass das möglich ist. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wirklich nur einen Versuch, das hinzukriegen. Und danach wird sie sauer und greift mich an oder so. Ah, scheiße. Ich würde sagen, essen wir ohne Löffel. Wenn kein Löffel dich sättigen soll. Wir dürfen keine Löffel benutzen. Nein, es funktioniert nicht. Du hast noch einen Löffel gesucht, der dich füttert. Aber es gibt keinen. Wir müssen ohne Löffel essen. Okay. Ach Gott, das ist total ungewohnt für sie. Oh. Bitte lass das richtig gewesen sein. Wow. Öffne deine Augen. Du musst sehen, wie du aussiehst. Oh, oh, bitte lass das gutes Licht sein. Lass das gutes Licht. Alter Geralt, wie siehst du denn aus? Scheiße. Ist seine Vergiftungsrate nach oben geschnellt oder warum sieht er gerade so aus? Alter. Ja, tatsächlich, seine Vergiftungsanzeige. Nur nicht so, wie ich dachte. Mal sehen, was aus dem Wicht geworden ist. Dürfte nicht schwer zu finden sein. Immer dem Gestank nach. Nur nicht so, wie ich dachte? Ach Gott. Oh. Ach Gott, ey, ich bete echt, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Es wäre so scheiße für sie. Meine Fresse. Sie ist nach draußen gegangen? Ist das gut oder schlecht? Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst gerade. Ich habe Angst vor dem Ergebnis. Oh. Klappe, Wecker. Oh.
Boah, jetzt gerade bin ich richtig. Ich sitze auf der Sitzkante gerade. Ich bin richtig gespannt, ey. Komm, fickt euch Geister, ey. Ich hab keinen Bock auf euch gerade. Nochmal. Alles schnell einsammeln und weiter. Komm, Geralt, hier. Mach hinne. Okay, los, weiter. Scheiße. Ich höre das Geklimper von Löffeln wahrscheinlich. Wo ist sie denn hingelaufen? Verdammte Axt. Wow, Moment. Hallo? Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Sieht sie normal aus? Essen. Oh je. Essen. Okay. Warum leuchtet sie so blau? Ist das schlecht? Also klar, sie braucht jetzt definitiv ein Bad und was Richtiges zu futtern. Ich bring dich in Sicherheit. Okay. Ich scheine wenigstens etwas richtig gemacht zu haben. Vielleicht habe ich nicht 100% richtig gemacht, aber etwas richtig wahrscheinlich. Oh Gott, ey. Ohne Scheiß. Boah, ey. Ich war jetzt gerade richtig in Panik. Boah, krass, richtig, richtig krass. Ich wollte es halt nicht verkacken. Das ist das Krasse an Witcher, ey, man will echt nichts falsch machen. Das ist unfassbar. Man weiß ja hier tatsächlich, dass die Entscheidungen gravierend sein können oder ausgehen können. Himmelarsch und Zwirn, Corvo Bianco, einige Zeit später. Ja, ich habe sie schön auf mein Weingut gebracht. Also habe ich sie also an die Hand genommen und hergebracht. Das schien mir der einzig richtige Ort für sie zu sein. Boah, ist die abgemagert. Ach, das war richtig so, Herr. Hier wird sie sich schnell erholen. Sehr gut. Keine Sorge, Herr. Ich kümmere mich um alles. Hier ist sie in Sicherheit und in guten Händen. Sie kommt bald wieder auf die Beine. Das könnte schön etwas dauern. Sie hatte 100 Jahre lang nichts gegessen, als ich sie fand. Schrecklich. Heißt das, dass sie das alles jetzt nachholt, oder was? Ich glaube, so groß wird unsere Speise kann man nicht sein. Naja, egal, ich habe ja sowieso Geld wie Heu, von daher... Ich habe ein eigenes Weingut, verdammt nochmal. Eigentlich müsste ich damit schon genug Asche verdienen. Ich bin in Eile, reden wir... Ja, komm. Sie hat mir auf dem Weg hierher ihre Geschichte erzählt. Ihr Name ist Marlene. Einst war sie die sehr schöne und stolze Erbin des Trastamara-Anwesens. Also war sie tatsächlich so eines etwas Abends, Ähnliches wie eine Adlige. Für Freunde gab, zumindest war sie ein reich. Bettler ans Tor und bat um Almosen. Er hatte eine Schüssel und einen Löffel dabei. Er saß vor ihrem Zaun und wartete. Ich habe von dem Brauch gehört. Ein uraltes Gastrecht, das jeden verpflichtet, einem Gast Speis und Trank zu geben, damit dieser nicht hungrig geht. Diesen Brauch zu verletzen, bringt großes Unglück. Ja, ich denke mal, den Fehler begeht sie nicht nochmal. Sie jagte den Mann fort und sagte, sie würde die Reste von ihrem Fest lieber den Hunden vorwerfen, als dem Bettler was abzugeben. Bettler zerbrach seinen Löffel und sprach einen Fluch aus. Sie war schön, also sagte er, dass sie nie wieder in den Spiegel zu blicken wagen würde. Da sie Feste liebte, schwor er, niemand solle je wieder mit ihr an der Tafel sitzen. Und da sie sich sogar weigerte, ihm die Brotkrumen von ihrem Tisch zu geben, schwor er, dass kein Löffel der Welt sie je wieder sättigen könne. Eine harte Strafe. Es war sicherlich nicht einfach, den Fluch zu brechen. Nee, ich hab nachgedacht, bin auf die Lösung gekommen. Ich erzähl dir die Geschichte. Ja, komm, wir erzählen unserem Butler mal alles. Sie spielen mit der Ironie. Man muss immer den Haken an der Sache finden. Marlene hat jahrzehntelang nach einer Lösung gesucht. In einen Wicht verwandelt, hat sie Löffel geklaut und Menschen zu sich nach Hause gelockt, damit sie mit ihr speisen. Das hat nicht funktioniert. Und was hat funktioniert? Jemand musste eine Mahlzeit mit ihr einnehmen.
aus freien Stücken. Man musste ohne Löffel essen und sie dazu bringen, ihr Spiegelbild zu betrachten. Das ist alles? Nur das war notwendig? Die einfachsten Lösungen fallen einem oft erst sehr spät ein. Außerdem ist es als Wicht schwierig, einen Menschen zu finden, der freiwillig mit einem speist. Ja, das wird das, genau. Aber das wird die größte Schwierigkeit gewesen sein. Mach dir keine Sorgen. Hier ist sie in guten Händen. Aber sie soll sich jetzt nicht überfressen. Ja, sorg jetzt dafür, dass sie sich ordentlich ernährt, aber sie soll jetzt nicht direkt wieder alles ausreiern. Ne? Sie muss sich ausgewogen und gut ernähren. Oder muss ihr Körper jetzt tatsächlich aufgrund dieses Fluchs, ich meine, das ist ein Fluch, eine Art Magie, die auf den Körper gewirkt hat. Von daher, wir können jetzt hier nicht rational irgendetwas erklären. Muss ihr Körper jetzt quasi aufgrund, dass der Fluch jetzt gebrochen ist und sie 100 Jahre quasi gefangen war, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber ich meine, es wären 100, muss sie jetzt ernsthaft all dieses Essen, was sie in der Zeit nicht zu sich nehmen konnte, wieder nachholen? Das wäre echt krass, wenn dem so wäre. Naja, ich hoffe wirklich, dass es ihr bald wieder besser geht. Danke. Ich muss mich wieder um meine Angelegenheiten kümmern. Bis bald. Geh wieder zu Regis. Ja, Köstlich. Einfach wunderbar. Danke. Toll, dass du reden kannst, während du trinkst. Naja, es muss ein einzigartiger Skill sein, nachdem man verflucht wurde. Nein. Ich bin echt froh, dass es dir wieder gut geht. Mein Butler wird sich super um sie kümmern, ne? Wir müssen unserem Butler alles anvertrauen, Leute. Ich meine, hallo, ich bin Batman quasi in diesem Fall und er ist Alfred. Mein kleiner persönlicher Alfred. So, dann gucken wir doch mal ganz kurz. Ich werte noch einmal ein bisschen meine Rüstung und meine Waffen auf. So. Ist das auch erledigt? Naja, an die Speicheldrüsen sind wir ja jetzt nicht wirklich rangekommen, oder? Von daher, ich weiß jetzt nicht. Ich meine, ich wollte sie wirklich nicht töten, nur um meine eigenen Ziele zu erreichen. Ich dachte mir, geht's ja schon scheiße genug und jetzt muss sie wegen diesem Fluch auch noch draufgehen? Ne. Deswegen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir diesen Sud von Regis zusammenbrauen können. Ohne diese eine Zutat. Das könnte schwierig werden, oder? Oder es sei denn, die Raben haben in der Zwischenzeit irgendwas gefunden. Das könnte ja auch noch sein. Schauen wir doch mal. Regis, ist die Tür diesmal offen? Dankeschön. Okay, Leute, bevor wir allerdings mit Regis reden, würde ich glatt sagen, beende ich den Part an der Stelle. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, Leute, und hoffentlich sehen wir uns auch zum nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine, wo wir sehen werden, wie Regis auf unsere Entscheidung reagieren wird. Also dann, bis dahin. Ciao, ciao!